Hallo zusammen. So, wir wissen jetzt also, was das Leiden ist und stellen uns nun die Frage, woher kommt das Leiden? In der ersten edlen Wahrheit haben wir erfahren, was Leiden bedeutet und dass das Dasein leidvoll ist. Nun widmen wir uns der zweiten edlen Wahrheit von der Entstehung des Leidens. Schauen wir noch mal ganz kurz in den Text rein. Diese zweite edle Wahrheit lautet: Es ist der Durst, der zur Wiedergeburt führt, der von Wohlgefallen und Begierde begleitet, da und dort Gefallen findet, nämlich der Begierdedurst, der Werdedurst, der Vernichtungsdurst. Ursache des Leidens, das ist also der Durst, sagt uns der Buddha. Der Durst, was ist das? Was heißt das eigentlich? Nun, Durst, Sie werden es erraten haben, das ist eine Metapher. Nicht zufällig gewählt, ganz gewiss nicht. Indien ist ein heißes Land und wir alle kennen diese Erfahrung, Durst zu haben an einem heißen Sommertag. Stellen Sie sich vor, ein heißer Tag im August, Sie waren den ganzen Tag draußen unterwegs, laufen, wandern, Fahrradfahren oder so etwas, Sie sind verschwitzt, Ihre Kehle ist ganz trocken, Sie sind erschöpft und müde und setzen sich dann irgendwo in den Biergarten in den Schatten und jemand stellt ein eiskaltes Bier vor Sie hin. Das, was Sie dann empfinden, wenn Sie dieses kalte Glas greifen und zum Mund führen, das ist Durst, im wortwörtlichen wie im metaphorischen Sinne. Der Durst, das ist also das Verlangen, die Begierde nach etwas. Wir könnten hier auch von einem Wunsch sprechen oder vom Willen oder, und das ist ein Ausdruck aus dem Buddhismus, der sich ganz gut durchgesetzt hat, wir könnten von Anhaften sprechen. Anhaften, das ist ein durchaus sinnvolles Bild, denn anhaften heißt nicht loslassen können, sozusagen festkleben am Objekt des Anhaftens. Diese Erfahrung des Durstes und das, was sich hinter der Metapher verbirgt, das werden Sie vermutlich aus dem eigenen Erleben relativ gut kennen und mit Hilfe dieser wenigen Hinweise ganz gut selbst identifizieren können, was das ist, was sich hinter dem Wort der Metapher Durst verbirgt. In der besprochenen Textpassage geht es dann weiter und es werden drei verschiedene Arten von Durst unterschieden. Da ist zum einen der Begierdedurst oder auch Sinnesdurst, je nachdem, welche Übersetzung Sie haben. Der Sinnesdurst, das ist ganz einfach das Verlangen nach angenehmen Empfindungen. Also das könnte sein, gutes Essen zu haben oder zu schlafen, wenn man müde ist oder zu spüren, dass man von seinen Freunden geliebt wird. All solche Dinge würden unter die Kategorie Sinnesdurst fallen, das Verlangen nach angenehmen Empfindungen. Die zweite Gruppe, das ist der Daseinsdurst. Der Daseinsdurst ist das Verlangen, dass ich da bin, dass ich weiter existiere, dass meine Existenz sich fortsetzt. Aber auch bezogen nicht auf mich selbst, sondern auf andere Dinge, ist es der Wunsch, dass alles, was mir gefällt, was mir angenehm ist, weiter existieren soll. Mehr von dem, was gut für mich ist. Das ist der Daseinsdurst. Analog dazu die dritte Gruppe, der Vernichtungsdurst. Das ist das Verlangen, dass ich selbst nicht mehr existieren möchte, dass mein Dasein aufhören soll. Auch diese Art von Verlangen gibt es natürlich. Oder es ist die Begierde danach, dass die Dinge, die ich nicht mag, aufhören sollen zu existieren. Also was mir zuwider ist, soll vernichtet werden. Menschen, die ich hasse, sollen zugrunde gehen. Oder auch Dinge, die mir unangenehm sind, wie Schmerzen oder Krankheiten, sollen aufhören. Das ist mit Vernichtungsdurst gemeint. Nun, dieser Durst in diesen drei Varianten, der verursacht das Leiden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das ist doch ein Gedanke, der ist uns gar nicht so unvertraut. Das ist doch was, was wir auch aus der westlichen Philosophie kennen. Schließlich gibt es doch da auch Positionen, die sagen, dass sinnliche oder materielle Begierden nicht in Ordnung sind. Also angefangen mit Platon haben Sie Philosophien, die Ihnen sagen, weg von den sinnlichen Begierden hin zum Geistigen, zum Denken. Ist das hier ähnlich? Nicht ganz. Die Behauptung des Buddha ist durchaus radikaler. Was der Buddha hier sagt, ist nämlich, es kommt nicht auf das Objekt der Begierde an. Das Problem ist der Durst an sich und nicht der Gegenstand, auf den er sich richtet. Das heißt, ein Verlangen nach Erkenntnis oder nach Gerechtigkeit kann ebenso problematisch sein wie das Verlangen nach Essen und Sex. Alles kann zum Objekt des Anhaftens werden und keines dieser Objekte ist per se besser oder schlechter als das andere. Es gibt auch ein Anhaften an eigentlich guten Dingen, wie Tugenden oder Weisheit oder so etwas. Auch das kann Leiden verursachen.
Ja, man kann sogar an der Lehre des Buddha selbst anhaften und so kann diese Lehre auch wieder zur Quelle des Leidens werden. Denken Sie an die Floßmetapher, die wir am Anfang gesprochen haben. Wenn ich die Lehre festhalte, wenn ich daran anhafte, weil sie mir früher einmal irgendwie nützlich gewesen ist, dann wird sie zum Objekt des Anhaftens, zur Quelle des Leidens. Also, Anhaften an sich ist das Problem. Woran man anhaftet, das ist nebensächlich. Gut, aber wieso, fragen Sie jetzt vielleicht, sollte das Anhaften, die Begierde, das Wollen, Leiden verursachen? Nehmen wir doch mal so ein ganz simples Beispiel. Sie wollen irgendeinen bestimmten Job haben. Sie haben Ihren Traumjob gefunden, wollen die Position unbedingt bekommen und tun alles dafür, um diesen Job zu kriegen. Und wenn Sie den Job dann nicht bekommen, ja, dann sind Sie enttäuscht, dann sind Sie frustriert und dann ist das eine Quelle von Leiden. Kein Problem. Das können wir ohne weiteres nachvollziehen. Aber was ist denn, wenn Sie den Job bekommen? Alles ist gut, oder? Dann gibt es doch in der Situation eigentlich kein Leiden. Das Problem, so sieht es doch hier aus, ist nicht, dass wir irgendetwas wollen, sondern das Problem ist, dass wir nicht kriegen, was wir wollen. Wenn es eine Welt gäbe, in der alle unsere Wünsche immer automatisch erfüllt sind, wie könnte es denn da Leiden geben? Nun, die Antwort des Buddha lautet hier, eine solche Welt kann es nicht geben. Und um das zu verstehen, warum es eine solche Welt, in der all unsere Wünsche immer erfüllt sind, nicht geben kann, dazu müssen wir den Begriff des Dukkha oder des Leidens noch einmal etwas genauer differenzieren. Im Buddhismus unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Formen von Leiden. Das sind jetzt nicht die physischen, psychischen und metaphysischen Stufen des Leidens, von denen wir vorher gesprochen haben, sondern das sind jetzt drei Arten, wie und warum etwas leidvoll sein kann. Die erste Art des Leidens, das ist das Leiden in sich. Darunter fallen Schmerzen oder emotionales, psychisches Leiden und so weiter. Also es sind Dinge, die selbst unmittelbar in sich selbst leidvoll sind. Also es braucht keine Vermittlung oder so etwas, sondern diese Dinge werden unmittelbar selbst als leidvoll empfunden. Darüber hinaus gibt es aber noch eine andere Form des Leidens, nämlich das Leiden durch Unbeständigkeit. Das ist das Leiden, das dadurch entsteht, dass das Gute nicht von Dauer ist. Auch unsere schönsten und angenehmsten Momente sind irgendwann einmal vorbei. Es mag uns vielleicht in diesem Moment gut gehen, aber das ist nicht von Dauer. Nehmen Sie nochmal unser Jobbeispiel von eben. Vielleicht bekommen Sie ja den Job, von dem Sie immer geträumt haben. Aber dann geht's weiter. Vielleicht verlieren Sie ihn nach einer Weile wieder, weil ja, die Firma wegen Corona pleite gegangen ist oder so etwas. Oder Sie stellen nach einer Weile fest, dass der Job doch nicht so toll ist, wie Sie sich das gedacht haben und dass Sie sich ehrlich gesagt ziemlich langweilen auf der Position. Oder Sie werden krank und können nicht weitermachen. Alles das sind Möglichkeiten, wie das, was Sie sich ursprünglich erträumt haben, plötzlich wieder zur Ursache des Leidens werden kann. Und warum wird es zur Ursache des Leidens? Weil es unbeständig ist, weil es nicht dauerhaft ist. Nichts, sagt uns der Buddha, ist beständig. Die Wirklichkeit ist durch Unbeständigkeit geprägt. Selbst in einem Leben, in dem alles gut läuft, wenn es sowas überhaupt geben könnte, in dem niemals irgendeine Form von Leiden auftritt, wird am Ende alles vorbei sein. Am Ende sind wir alle tot. Und was immer wir Gutes in unserem Leben gehabt haben, wird mit dem Tod unwiederbringlich vernichtet und nichts in der Welt kann uns davor bewahren. Das heißt, auch das Angenehme, auch das Gute ist letzten Endes leidvoll. Nicht, weil es selbst in sich unangenehm wäre. Fröhlich zu sein ist nicht unangenehm. Fröhlich zu sein ist nicht Leiden in dem Sinne. Aber irgendwann wird das Gute und das Angenehme enden. Und in dem Moment, wo es endet, wird es dadurch, dass es endet, zur Quelle des Leidens. Das erklärt uns jetzt, warum das Anhaften zum Leiden führt. Wenn wir an etwas anhaften, dann wollen wir es festhalten. Wir wollen, dass es bleibt. Wir wollen, dass es dauerhaft ist. Wir wollen, dass es uns gehört. Und wir glauben, wenn wir nur endlich das bekommen haben, was wir wollen und es nicht mehr verlieren können, dann werden wir endlich glücklich sein. Dieser Glaube ist eine Illusion. Die Dinge sind nicht beständig. Das heißt, wir können vielleicht für den Moment bekommen, was wir wollen, aber dann verändert es sich oder wir verändern uns
Und es ist nicht mehr das, was wir wollten. Und wir sind nicht mehr der, der es gewollt hat. Bald ist das, was wir haben, nicht mehr das, was wir wollten. Bald sind wir nicht mehr die, die es gewollt haben. Nehmen Sie ein simples Beispiel. Sie verlieben sich unsterblich, haben Ihre Traumfrau, Ihren Traummann getroffen und haben keinen sehnlicheren Wunsch, als mit dieser Person zusammen zu sein. Dann klappt das irgendwann auch. Sie sind zusammen, sie sind glücklich und ganz im Taumel der Verliebtheit. Aber der Buddha sagt Ihnen, nichts ist beständig. Dieser Zustand, den Sie in dem Moment erreicht haben, wo Sie beide zusammengekommen sind, der wird nicht von Dauer sein. Er wird sich verändern in etwas anderes. Nun, Sie werden sich ändern, Ihre Freundin oder Ihr Freund wird sich ändern und vielleicht macht das ja nichts. Vielleicht werden Sie sich verändern und Ihre Freundin oder Ihr Freund liebt Sie trotzdem noch. Schön. Vielleicht wird Ihre Freundin oder Ihr Freund sich ändern und Sie lieben ihn oder sie trotzdem noch. Noch besser. Aber Sie wissen vielleicht aus eigener Erfahrung, dass das nicht in allen Fällen so läuft. Und selbst wenn es so läuft, am Ende werden Sie beide tot sein. Es gibt keine andere Option, als dass dieser glückliche Zustand irgendwann aufhört. Alles ist unbeständig. Heißt das jetzt aber nicht, wir sollten bloß aufpassen, was wir uns wünschen? Wäre es unter diesen Prämissen nicht sinnvoll, einfach unsere Begierden klug zu regulieren und aufzupassen, dass wir nur solche Wünsche haben, die auch wirklich erfüllt werden können? Das ist ein Weg, wie wir ihn vielleicht aus der antiken Philosophie kennen. Denken Sie an die Stoiker. Das wäre so deren Methode, glücklich zu werden. Der Buddha sagt uns aber, nein, das geht nicht. Auch das wird nicht zum dauerhaften Glück, zur Befreiung vom Leiden führen. Und um das zu erklären, warum das nicht funktionieren kann, müssen wir auf die dritte Art des Leidens schauen. Das Leiden durch Bedingtheit. Nun, der Buddha lehrt uns, alle Dinge sind bedingt. Das heißt, sie sind in ihrer Existenz abhängig von anderen Dingen. Nichts existiert aus sich heraus. Also meine Existenz als die Person, die ich bin beispielsweise, die ist bedingt durch die Existenz meiner Eltern. Sie ist aber auch bedingt durch die Nahrung, die ich esse, durch die Luft, die ich atme und unzählige andere Dinge. Wenn diese Dinge nicht existieren würden, wenn ich nichts essen würde, wenn es keine Luft um mich herum gäbe, wenn meine Eltern sich nicht getroffen hätten, ich selbst würde auch nicht existieren. Meine Existenz hängt von diesen anderen Dingen ab. Das heißt, was ich bin, die Person, die ich bin, das ändert sich ständig durch diese mich selbst bedingenden Faktoren. Mein Körper ändert sich, je nachdem, was ich esse und wie viel Sport ich treibe. Meine Gedanken ändern sich, je nachdem, was um mich herum passiert. Meine Meinungen über bestimmte Dinge ändern sich. Ich selbst bin permanent im Fluss. Ich verändere mich als das, was ich bin. Heißt aber auch, ich selbst bin unbeständig. Und das betrifft nicht nur mich, sondern das betrifft alle Dinge. Wir alle sind unbeständig, weil wir bedingt sind durch andere Dinge. Das ist die berühmte Nicht-Selbst- oder Anatta-Lehre des Buddhismus, über die werden wir beim nächsten Mal noch einiges mehr hören. Deswegen will ich das hier nur so ganz kurz umreißen. Wir sind bedingt und deshalb sind wir unbeständig. Wir können jetzt also diese Punkte zusammenfassen und ganz klar sagen, was der Gedankengang des Buddha ist, woher das Leiden kommt. Wenn alle Dinge bedingt sind, in ihrer Existenz und etwas anderem abhängen, wenn sie also kein unabhängiges Wesen haben, dann sind sie unbeständig. Und wenn sie unbeständig sind, dann sind sie leidvoll. Im Buddhismus wird das ausgedrückt durch die sogenannten drei Merkmale des Daseins, die sogenannten Tilakana. Das Dasein ist leidvoll, es ist unbeständig und es ist ohne Selbst. Dukkha, Anicca, Anatta in Pali. Diese drei Merkmale des Daseins, das können Sie jetzt, denke ich, ganz gut nachvollziehen, bauen aufeinander auf. Die Dinge sind leidvoll. Warum sind sie leidvoll? Weil sie unbeständig sind. Die Dinge sind unbeständig. Warum? Weil sie ohne Selbst, das heißt bedingt sind. Nun, das ist also die Erklärung, wieso wir leiden, wie das Leiden aus dem Durst zustande kommt. Und ich möchte Sie jetzt an der Stelle noch auf zwei philosophisch sehr interessante Punkte hinsichtlich des Leidens und der Lehre des Buddha über das Leiden hinweisen. Das erste ist, Leiden ist unvermeidlich. Leiden entsteht, weil wir etwas wollen und es nicht bekommen können. Das Leiden ist also ganz einfach das Resultat aus unserer Beschaffenheit, wie wir als Wesen so beschaffen sind, dass wir eben Dinge wollen, und der Natur der Realität, dass sie unbeständig ist und uns daher nicht geben kann, was wir wollen.
Wenn wir endliche, begrenzte Wesen sind, die gar nicht anders können, als irgendetwas zu wollen, und wenn die Welt notwendigerweise unbeständig ist, dann entsteht halt eben Leiden, zwangsläufig, unvermeidlich. Wenn Wesen wie wir in einer Welt wie dieser hier existieren, dann werden solche Wesen leiden. Das ist für den Buddha eine notwendige Wahrheit. Nichts in der Welt oder außer der Welt kann das verhindern. Eng damit verknüpft ist der zweite Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte. Niemand ist schuld am Leiden. Das Leiden ist ganz einfach eine metaphysische Tatsache. Es ist ein neutrales, sozusagen wertfreies Faktum. Niemand hat das Leiden in die Welt gesetzt. Niemand trägt die Verantwortung dafür, dass es das Leiden gibt. Es ist erst recht keine Strafe oder so etwas, die über uns gekommen ist. Das Leiden ist einfach da, weil die Welt so ist, wie sie ist und weil wir so sind, wie wir sind. Das heißt aber auch, niemand kann uns von diesem Leiden befreien, außer uns selbst. Es hilft nichts, zu irgendwelchen Göttern oder sonst was zu beten, dass sie uns vom Leiden befreien mögen. Das können sie gar nicht. Sie können nicht die Welt ändern, wie sie ist, und sie können nicht uns ändern, wie wir sind. Der einzige Weg aus dem Leiden heraus führt über uns selbst. An der Stelle werden Sie jetzt vielleicht kritisch gucken und sagen, das stimmt doch nicht. Es ist doch nicht alles leidvoll. Nicht alles im Leben ist nur Leiden. Ja, sicher, es gibt auch angenehme Momente. Es gibt Momente, in denen wir nicht leiden und in denen es uns gut geht. Das würde niemand bestreiten, auch nicht der Buddha. Aber diese Momente können nicht dauerhaft sein. Irgendwann werden sie vorübergehen und wenn sie vorübergehen, werden sie wieder in Leiden resultieren. Diese angenehmen Zustände, Sie amüsieren sich gut auf einer Party, Sie genießen einen ruhigen Abend zu Hause auf dem Sofa. Diese angenehmen Zustände, die werden nicht von Dauer sein. Irgendwann ist die Party vorbei und Sie müssen wieder nach Hause. Irgendwann ist der Sofaabend vorbei und Sie müssen morgens aufstehen und zur Uni oder zur Arbeit gehen. Nicht in sich sind diese Zustände leidvoll. Nein, es macht schon Spaß, auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu muffeln und Netflix zu gucken, sicher. Aber irgendwann ist es vorbei und dadurch, dass es vorbeigeht, erzeugt es wieder Leiden. Wir können das auch so ausdrücken, dass wir sagen, das Leiden ist quasi der Naturzustand des Daseins. Es ist der Zustand, in den alles wieder zurückfällt, sozusagen die Default Position des Daseins. Man könnte das ein bisschen vergleichen mit dem physikalischen Konzept der Entropie. Entropie, wissen Sie vielleicht noch so grob aus dem Physikunterricht, bedeutet, alles strebt nach einer möglichst gleichmäßigen Verteilung von Wärme. Wenn Sie an der Verteilung der Wärme in einem geschlossenen System etwas ändern wollen, müssen Sie Energie zuführen. Das sehen Sie ganz alltäglich an Ihrem Kühlschrank. Normalerweise haben alle Gegenstände in einem Raum die gleiche Temperatur. Das liegt an der Entropie. Wenn Sie wollen, dass ein bestimmter Bereich eines Raumes, nämlich das Innere Ihres Kühlschranks, eine andere Temperatur hat als der Rest, da soll es kälter sein, müssen Sie das Ding einstecken, Sie müssen Energie zuführen. Also Sie müssen gegen diese Tendenz des Universums, möglichst gleich verteilt zu sein hinsichtlich der Wärme, ankämpfen. Genauso ist es mit dem Leiden. Alles Dasein strebt zum Leiden hin. Das heißt, wenn Sie nicht Energie zuführen, wenn Sie nicht irgendetwas dagegen tun, werden Sie in diesen Zustand des Leidens zurückfallen. Alle Pausen vom Leiden, alle Zustände, denen Sie mal gerade nicht leiden, sind nur temporär. Es sind Ausnahmen von der Normalität. Die Normalität ist das Leiden. Und in diese Normalität des Leidens werden Sie und alle Dinge, die existieren, immer wieder mit Notwendigkeit zurückfallen. Aber vielleicht sagen Sie jetzt, ist das wirklich so? Muss das Leiden wirklich aus dem Anhaften, aus dem Wollen entstammen? Es gibt doch auch Leiden ohne Anhaften, oder? Was ist beispielsweise mit körperlichem Schmerz? Wo kommt denn da jetzt bitte das Anhaften oder das Verlangen ins Spiel? Ja, da würde ich sagen, Schmerz und Leid sind nicht das Gleiche. Schmerz ist erstmal nur eine bestimmte Form von körperlicher Empfindung. Schmerz ist ein Gefühl, das sich so und so anfühlt. Sie können diese begriffliche Trennung von Leid und Schmerz durchaus mal selber ausprobieren. Also nehmen Sie mal eine Stecknadel oder so etwas, die Sie vielleicht zu Hause finden, und pieksen Sie sich in den Finger. Vorsichtig, nicht zu feste. Also wenn es anfängt zu bluten, hören Sie bitte auf. Aber konzentrieren Sie sich dann einmal auf diese Empfindung des Schmerzes und versuchen Sie, diesen Schmerz neutral wahrzunehmen.
also nur als eine bestimmte körperliche Empfindung, die sich so und so anfühlt. Und versuchen Sie diesen Aspekt des Leidens, dass ich will das nicht, das ist mir unangenehm, von dieser nackten körperlichen Empfindung zu trennen. Das ist eine ganz interessante kleine Übung, um sich das zu verdeutlichen. Der Schmerz wird erst dann zum Leiden, wenn dieser Aspekt des Ich will das nicht dazu kommt. Also wenn wir keinen Schmerz haben wollen. Das ist natürlich normalerweise die Reaktion, die wir auf körperliche Schmerzen haben. Und in den allermeisten Fällen haben wir es auch nicht wirklich in der Hand, anders auf den Schmerz zu reagieren. In den meisten Fällen. Notwendig ist das nämlich nicht. Also denken Sie an Masochismus beispielsweise. Ein Masochist leidet nicht unter dem Schmerz, weil er diesen Schmerz möchte. Diese körperliche Empfindung, die normalerweise mit Ablehnung verbunden ist, ist für solche Personen etwas, was sie gerne haben wollen. Und umgekehrt gilt natürlich auch, es kann angenehme Empfindungen geben. Empfindungen, die eigentlich angenehm sind, die aber leidvoll werden, weil wir sie stark ablehnen. Also ja, wir können dran festhalten. Leiden entsteht aus dem Anhaften. Es gibt kein Leiden ohne Anhaften. Jetzt wissen wir also, das Dasein ist leidvoll, das Leiden entsteht aus der Unbeständigkeit und dem Anhaften und die Unbeständigkeit entsteht aus der Bedingtheit. Aber warum ist eigentlich alles bedingt? Das ist die Frage, die wir jetzt beim nächsten Mal genauer besprechen wollen.